und Krachgeschichten. Heute Klaus Zumwinkel. Sohn Klaus Zumwinkel geht voll einfach. Erstmal wirst du Chefboss von der Post. Stellst dich überall hin, machst voll einen auf Strebermanager und verdienst viele Millionen beim Staat. Nanu, sagt der Onkel Zumwinkel, der Staat will einen Teil von meinem Kuchen abhaben. Kommt ja gar nicht in die Tüte, also zumindest nicht in eure Tüte, sondern in diese Tüte. Und die kommt nach Liechtenstein. Hat er nämlich gelesen. Klar im Manager-Ratgeber. Geld sparen im Steuerparadies. Klappt ja prima mit dem Steuerhinterziehen. Und zum Dank gibt's ganz viele tolle Preise. Zum Beispiel so ein Bambi. Und das Bundesverdienstkreuz. Ups, kommt der Staatsanwalt. Sagt der Zumwinkel. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kuchen da. Hatte er leider keinen Kuchen da und zack, ab in die U-Haft. Aber kein Problem, einfach aus der Portokasse eine Kaution gezahlt. Schnell den Heiligenschein aufgesetzt. Das Büßehemd angezogen und auf ein Wunder gehofft. Sagt die Justiz, wir hätten da noch ein Wunder im Angebot. Wird einfach die Klageschrift verspätet abgegeben. Ach Mensch, die Klageschrift! Und schon sind voll viele Steuerschulden verjährt. Na dann ist es ja nicht so schlimm. Sagen die Richter, kriegst du nur 2 Jahre auf Bewährung. Freut sich der Zumwinkel schon mal auf die Nachrichten. Eine riesige Justizpanne? Was ist da schiefgelaufen? So was finde ich nicht schön. Nee, also wirklich wahr. Davon bin ich also nicht. Voll Moppelkotze, sagt der kleine Mann. Der Zumwinkel muss wegen dem Amtsfehler nicht ins Gefängnis. Wundert sich der kleine Mann. Antwortet der Zumwinkel. Und nächste Woche, Klaus Zumwinkel nutzt seine Bewährungszeit, um mal in aller Ruhe über seine Vergehen nachzudenken. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Klaus. Extra 3 gibt es natürlich auch ganz altmodisch im TV. Jeden Donnerstag um 22:30 Uhr im NDR Fernsehen. Danke und tschüss.